Bist du verrückt? Alter, der wäre fast gestorben. Der Mario, der wäre fast gestorben. Wir haben uns das hier willkommen zurück zu 3D World, da wo tatsächlich die Welt sich im dreidimensionalen Befinden befindet. Im Befinden befindet, aha. Moin. Eigentlich nicht moin, wir haben gerade mal 17:32 Uhr. Schon. Gerade mal schon. Funktioniert ziemlich gut. 5-3, es geht in den Untergrund. Scheinbar, es geht in den Hinterhof. Hektik im Hinterhof. Ich will aber nicht hektisch machen. Okay. Wir machen doch Hektik. Ach, das ist wieder so ein kurzes Level, ne? Okay, Mann, dann machen wir das mal. Also ich habe nicht wirklich hier eine Ahnung, wo wir hin müssen. Aber wir machen mal. Habe ich schon halt. Ha! Ho, ha! Toad, warum brauchen wir denn diesmal Toad? Oh! Oh, wie habe ich das schaffen können? Okay, pass auf. Pam, pam. Und. Oh! Darf ich mal bitte getroffen werden? Warum killt das denn? Okay, Ziel. Oh, 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 ha! Oh, ich habe nicht die Goldflagge geholt. Das war nicht nur ein Schuss in den Ofen. Das war ein Schuss aus dem Ofen heraus in die unterste Schiene. Ach so, Mario, ne? Es ist mal wieder Mario-Time, ne? Und, ich weiß nicht. Will ich was Lustiges erzählen? Also, theoretisch, ich habe immer was zu erzählen, ne? Zum Beispiel heute. Ja, was heißt heute? Wie gehe ich an das Thema ran? Oder ist was? Wow. Das hat mich ja so weit. Warum habe ich nicht Toad ausgewählt? Da hätte ich schon direkt einen Stempel holen können. Was sind das eigentlich für. Wer kommt denn auf die schlaue Idee? So diese Knöpfe zu machen. Die sind ja einfach nur belästigend. Hä? Hä? Es liegt ja noch die... ich wollte gerade aussprechen, der erste Stern, aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% ist er bestimmt hinter mir einfach, ne? Wie das hier? Lol, okay, das ist genial. Das ist genial, weißt du? In Spanisch, ne? Da haben wir hier einen. Oh, ha! Ich habe da. Oh, ha! Was will ich jetzt sagen? Achso. Da mussten wir eine Präsentation vorbereiten, ne? Ich so in alle Hektik. Mach die Scheiße fertig, ne? Jetzt auch mit Toad die goldene Flagge. Mach die Scheiße fertig, ne? Spute mich, ne? Hektisch. Passt zum Thema des Levels, ne? Und dann. Vergisst der Lehrer uns. Also, so, ne, das war halt so okay an dem Tag, wo wir vortragen mussten. Ja, lol, ich kam halt nicht dran. Denke ich mir so, scheiße, muss ich dann heute machen, ne, heute Freitag, so. Von heutiger Sicht, also von jetziger Sicht, haben wir heute Freitag. So, ich, ne, mach nochmal, besser nochmal alles aus, was ich nicht hinbekommen habe, ne. Bang, 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 ne, blitzeblank. Grandiose Grassteppe. Ha, Mario. Und dann, vergisst er das? Ja? Ich hab mir auch gedacht so, hä, wie kann man das vergessen? Na gut, wir sind halt so in der Endzeit, ne? So Q4-mäßige Endzeit. Und, ja, da ist es nicht mehr so wichtig, dass wir irgendwas machen. Und ich glaube, es geht auch keiner in Spanisch halt irgendwie ins Abitur. Von daher kann der Lehrer da machen, was er will im Prinzip, ne? Und er hat einfach vergessen, dass wir vortragen müssen. Also der Vortrag, der wird noch nicht benotet. Das war einfach nur so joke-mäßig, lol, wir machen mal Präsentation, weil ich das euch sagen kann. So, richtig nett, ne? Und, ja, wir haben es nicht gemacht, ne? Also, wir. Er hat's vergessen. So, dann wurde er am Anfang sich dran erinnert, weil er halt gemacht hat, so, guck mal, Dokument. Ich habe euch Dokument gezeigt. Könnt ihr Dokument sehen? War nicht Redouan. Nee, das tut mir leid. Ja, ne? So, bam. Hallo, das ist ja echt was. Ne? Hat jemand sich. Jemand wollte ihn halt dran erinnern? Okay, chill mal bitte. Und, er sagt ja so. Hä, Präsentation? Ich habe keine Ahnung. Sogar keine Ahnung mehr gehabt. Ich hab gesagt, okay. Ich sag mal nichts. Ich meine, auf der einen Seite nice, dass ich nicht vortragen muss. Auf der anderen Seite scheiße, jetzt habe ich das umsonst gemacht oder wie? Weißt du, was ich meine? Es hat einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Das ist halt. Na, keine Win-Win-Situation. Keine Win-Win-Situation. Auf jeden Fall mal nicht. Ist er nicht am Tendo mal gestorben? Ich glaube schon. Habe ich irgendwie im Kopf. Die große Grasfläche. Das sind die Anfänge von Bowser's Fury, wo man sich hier so schön bewegen kann. Jedenfalls, das war lustig.
Also eigentlich war es nicht lustig, wie gesagt. Ich habe ein bisschen viele Sachen, ne? Oh, großer Hase! Komm zu mir. Droppt der jetzt? Nein, der droppt keinen Megamaschum. Okay. Bam, bam, bam. Ja. Das war's auch schon. Aber es geht weiter im Spanischunterricht, ne? Er hat uns dann irgendwie so einen Buchtext gezeigt. Wir sollten halt nachsprechen, ne? So nachvorlesen, nenne ich es jetzt mal, ne? Also er liest vor und dann sollten wir das gleich auch noch vorlesen, um zu gucken, dass wir halt das richtig aussprechen, ne? War funny, hatte was, ne? Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Oh oh. Wir sind ja wenigstens jetzt schneller, ne? Ha! Stark. Und, ja, wie will man sagen, ne? Wir haben dann halt vorgelesen, war lustig und danach hat er uns dann so, um den Text halt besser verständlich zu machen, ne? Hat er so Bilder gezeichnet gehabt, ne? Und dann sollten wir quasi sagen, was das ist, ne? Und dann stand das spanische Wort da, da war zum Beispiel Schiff, dann gab es sowas wie Backbord, Steuerbord, Heck und Bug auf Spanisch und so. War lustig und dann war da ein Fisch. Und wir sollten dann erraten, was das für eine Fischsorte ist. So, das Ding ist halt, es gab halt irgendeine Sache mit Vögel, so spezifische Vögelformationen und sowas und wir haben alle keine Ahnung davon. Also, doch schon, das ist so Facts, die man halt weiß, keine Ahnung, dass der Vogel oder Möwen, die vorne sind, dass die halt am meisten halt da, ne, die Chefs sind so und dann wird gewechselt irgendwann, ne. Aber so hat er so gemeint, als müssten wir irgendwie so richtig deep Facts wissen und sowas, ne. Ich habe Angst, dass irgendwo hier der Stempel ist, ne. Ich habe, wirklich, ich habe Bedenken, aber ich habe da eben, ist eine Box drin da, ne? Deswegen gehe ich mal da rein. Ja, gut. Jedenfalls, ne? Es geht ja natürlich jetzt noch weiter, ne? Da hat jemand Seebarsch, ich glaube, ich habe Seebarsch gesagt. Und, es ging um die Nordsee. Ich habe halt keine Ahnung, ob das süß oder kein Süßwasser ist, aber... Ja. Ach, hier kann ich rein. Ach so. Ja. Jedenfalls, ne? Das war ganz schön lustig. Das war ganz schön lustig und dann hat jemand, ich glaube, Sardelle und so. Sardelle? Sardine, Forelle und sowas gesagt. Da habe ich gesagt, Hering, ne? Sagt der was? Ne? Ich so, Hering? Nee. War falsch, ne? Ich habe so, okay. Und dann, das glaubt ihr mir nicht, ne? Und dann. Sagt dann im Präsenzunterricht, ne? Sagt dann eine, nee, ist das ein Hering? Ne? Dann sagt er, ja, richtig, richtig. Ich bin so, was zur Hölle? Was jetzt passiert? Ich hab das zweimal hab ich Hering gesagt. Zweimal, ne? Und er sagt mir dann ins Gesicht, es ist falsch. Und dann sagt das jemand anderes und es ist richtig. Ich hab mir so, ach so? Und dann muss ich an was zurückdenken, ne? Ihr kennt ja bestimmt diesen Mitreden-Kanal auf TikTok, ne, worüber jeder berichtet und alle irgendwie, weiß ich nicht. Das ist so irgendwie momentan richtig im Gespräch, ne. Und die sagen manchmal Sachen, die man nicht so ausdrücken sollte, wie sie die Sachen ausdrücken, sag ich mal. Oder sie gehen sehr direkt an die Themen ran, sag ich's mal so, ne. Und die hatten, glaube ich, letztens was gedroppt wegen Heap-Heating, ne. Heap-Heating. Wenn du was sagst als Frau, dann sagt das ein Mann auch wieder genau das, was du gesagt hast. Und dann ist es plötzlich richtig. Und ich so, hä? Das war ja einfach jetzt Cheap-Eating. So, weißt du, was ich meine? So funny, weil eigentlich sollte es ja andersrum sein. Aber, ja, ne? Also, ist ja nur lustig gemeint jetzt hier, ne? Also, hier. Ja. Das war auch lustig, ne? Wie viele Minuten haben wir eigentlich? Wie viele Minuten haben wir? 10 Minuten. Ha! Okay, chill mal. Warum? Was ist da? Da war was, da hat was gedingst. Okay, chill mal bitte. Ja, das nehme ich gerne mit, weil ich mag irgendwie das Blatt. Das hat was. Ha! Ho! Ha! Ist das, will ich das machen? Oh Gott, chill mal. Ja, ich mag diesen Dive. Was ist das da? Nichts. Und hier ist... Es tut mir leid, aber ich muss es ausnutzen. Das ist ja so stark, Alter. Ich komme nicht darauf klar. Ich brauche die Bomben gar nicht. Wer braucht schon Bomben? Bomben sind total unbased. Oh Gott. Das hat nichts gebracht. Pass auf. Pam! Ja, damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Jetzt pass auf. Hol ich mir das One-Up. Stark. So, ein Hase. Aber der Hase... Oh, ich würde sagen, der ist unbasiert, aber... Der hat mich fast ausgetrickst.
Alter, kann er mal langsam machen? Oh Gott, fall nicht runter, Bubi. Oh mein Gott! Oh mein Gott, hab ich gesagt. Alter, hörst du mich denn nicht? Alter, was soll das denn? Dann nehme ich schon die Worte des Herrn in den Mund, ne, und dann bekomme ich keine Hilfe, ne? Oh Gott, das heißt, ich habe irgendwas Schlechtes getan, sonst hätte ich ja Hilfe bekommen, ne? Oh Gott. Ich habe schon wieder getan, Jungs. Und Mädels. Und alle anderen Menschen, ne? Weil ich möchte niemanden ausschließen. Das möchte ich nicht. Es sei denn, ich will es, ne? Dann mache ich es aber schon, ne? Was willst du mir jetzt damit sagen? Ach so. Exzellent. Gut, aber weißt du, was noch exzellenter wäre? Wenn wir jetzt noch den letzten Stern bekommen würden, ne? Und der ist jetzt hier. Na, nicht ganz. Aber, Entschuldigung, das war jetzt nicht geplant. Der ist in der Wolke drin, ne? Bist du verrückt? Alter, der wäre fast gestorben. Der Mario, der wäre fast gestorben. Oh, das ist das hier. Das ist lustig, weil... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Chill. Ich darf aber nicht runterspringen, weil sonst bekomme ich den Stern nicht, ne? Ach so, wer das nicht weiß, das ist außerdem 8-Bit Mario aus der NES-Zeit. Um genauer zu sein, aus Super Mario Bros. Das zwar nicht... Was soll ich jetzt sagen? Erfolgreichstes Spiel? Der erste Teil der Super Mario Bros. Reihe. Ja, tatsächlich schon. Aber es ist natürlich nicht das erste Mario gewesen. Das wissen einige Menschen nämlich nicht. Facts. Mit dem Block? Facts, die nicht Facts sind. Gut. Was ist das jetzt hier? Da hab ich mal... Bum bum. Oh Gott. Ja, da war nichts drin. Komm, ich gehe weiter hier. Wir haben sowieso alles. Schon wieder falsch. Du hast nicht darauf gehört, was das Spiel von dir will. Es tut mir doch leid. Oh Gott. Scheiße. Das war stark. Ist da was? Münze. In jedem war was, war nichts drin, außer hier. Ha, denkst du, ich mach das? Ne, natürlich nicht. Brauch ich sowieso nicht. Ich hab sowieso... die Katze. Das sah gerade mega komisch aus. Ich hab den Katzenangriff gemacht, ne? Den Katzendive, oder wie man es immer noch nennen mag, ne? Und das, dann ist Mario in der Luft geschwebt. Ja. Ich denke, wir machen noch 5-6. Weil das direkt nebenan ist. Und da links war was, scheinbar. Glaube ich. Ach, hier ist das Stickerhaus. Und dann haben wir noch hier noch ein Level. Ich meine, wenn ich schnell bin, ne? Wenn ich jetzt richtig abgehe, ne? Dann könnte ich theoretisch die ganze Welt durchspielen, ne? Ein Sticker. Und es ist mal wieder die Fee der Welt. Die Fee der Welt. Das klingt irgendwie sowas wie ein Satz. So, als würdest du... Ach, du bist heute die Fee der Welt. Das möchte ich bitte vergessen. Dankeschön. Den Jackpot hole ich nicht, weil... Oh, okay, ich habe ein Leben. Ein Leben fehlt mir. Hüpfparcours durchs Schlemmerland. Oh, Parcours. Das ist ein Wort für sich, ne? Es gibt einmal Parcours, ne? Mit K und ohne S am Ende. Und dann das mit dem Parcours, sag ich mal, ne? Aber ich glaube, das ist so eine Sache für sich. Ich muss ja immer nachgoogeln, um den Unterschied festzustellen. Weil da gibt es einen Unterschied. Das ist nicht einfach nur einmal Englisch oder Französisch oder sowas. Ne, das eine ist, glaube ich, sportlich gemeint. Das andere ist irgendwie beim Pferdesport. Ich weiß es nicht. Pferdesport. Ich habe keine Ahnung. Das andere beschreibt einfach nur ein Parcours. Wow. Das war so schlau. Wahrscheinlich brauche ich jetzt noch das Double, ne? Können wir da bitte jetzt chillen? Okay, ich lebe. Noch lebe ich, ne? Oh Gott. Ha! Warum? Können Sie mir das bitte erklären? Was wird das bitte sehr? Kann ich das kaputt machen? Ja, kann ich nicht. Okay. Irgendwie habe ich das Level schlecht in Erinnerung. Ich weiß mir nicht warum. Oh Gott. Okay. Mal wieder. Achtung, Mann. Warum? Ich habe Angst. 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 Okay, Mann, oh Mann. Einfach rein. In die Röhre. Ah, das ist Rätsel. Das gefällt mir gerade gar nicht, du. So. Damit der halt runterfällt direkt. Ja.
Und dann nochmal springen. Big Brain. Mal schauen, wie lang noch, ne? Oh Gott, Mann, lass mich doch am Leben. Okay. Oh! Alter, er wäre fast runtergefallen. Das sind ja auch welche. Ah! Das war's mit ihm. Ja, das war's auch mit... Scheiße. So viel zu Scheibenkleistern. Aha. Also das könnte ich auch so holen. Wenn ich krank bin, warum fliegt hier ein 8-Bit-Luigi rum? Soll ich mal verrückt sein? Oh, okay, das ist zu weit weg. Das ist eindeutig zu weit weg. Okay, dann gehe ich ins Ziel. Big Brain Moment war vorbei. Ich hole das nach. Dann hören wir uns wieder. Oh mein Gott. Ich bin zweimal gestorben. Was da falsch? Stark. Nein, das war nicht stark. Das war überhaupt nicht stark. Und der Stempel ist diesmal... Mal schauen. Putsch. Immer noch schön, dass das alles in Farbe ist, ne? Das ist schon stark. Ich glaube, man kann auch die Sticker in Bowser's Fury an die Wände machen, ne? Das wollte ich auch mal an der Stelle sagen, weil... Warum wird mir das Level angezeigt? Wenn ich jetzt A drücke. Ne, ich dachte schon. 5-7. Schleichgang unter Scheinwerfen. Ah, das war Sneaky. Stealth 100. Bräuchten wir jetzt. Haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Aber die erschießen uns immer genau. Ja, bis... Oh mein Gott, das war komplett gewollt. Heieiei. Okay, gut, chill. Bitte, dankeschön. Was ist hier jetzt mit? Oh Gott, Mann. Brauche ich das? Ah. Ist das so... Tut mir leid. Oh, Alter, der wird wieder lebendig. Der wird wieder lebendig. Chill. Brauche ich den denn? Ich weiß es halt nicht. Ja, ich brauche den offensichtlich. Oh mein Gott, chill. Oh. Nicht kaputt gehen. Meine Güte. Ich lebe noch und das war der erste. Das ist der erste Ding. Ha. Oh mein Scheiße. Okay, ich lebe noch. Okay, bang, 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 bang. Bang den Dan. Ich hab alles. Ich nehme die Katze jetzt, Alter. Ich habe zu sehr Angst. Ist hier was? Ist hier etwas? Oh, 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 oh. Leider nein. Das fehlt. Oh mein Gott. Chill mal bitte. Bitte. Oh, ha. Scha. Oh mein Gott. Was ist das hier? Na. Ah. Da ist was. Chill mal bitte. Oh mein Gott. Da oben ist auch was. Ich drehe hier durch. Alter. Ist es jetzt im Ernst? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ha 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 ha. Das war ja richtig. Hey, wie dieses... wie scheiße, wie heißt das nochmal bei... Ah, fuck, bei Looney Tunes. Dieser Vogel. Okay, perfekt. Der Vogel. Ist hier irgendwas? Lol. Warum? Dann wetten? Dann sieht der Scheinwerfer mich wahrscheinlich nicht. Ja, stark. So jeder Gegner außer Goombas sehen mich, ne? Lol, da ist ja Zeit. Warum brauche ich denn Zeit? Jeder Gegner sieht mich außer Goombas, aber der Scheinwerfer, ne, der gehört nicht. Das ist natürlich auch vom Goomba gesteuert. Ganz schön logisch, Mann. Wärst du dir das jetzt überlegt? Wahrscheinlich so, ne? Ja. Wir haben alles, ne? Wir haben einfach alles. Was ist das? Was ist das? Freunde, was ist das? Und was ist das jetzt hier? Ach so. Aprikos. Da ist nichts, ne? Nö. Dann ab ins Ziel, ne? Was ist da hinten? Das ist das Castle, oder? Ich glaube, das soll das Castle darstellen. Ein bisschen weird, weil es auf der Landkarte anders aussieht, aber okay. Miyamoto, Miyamoto. Das ist nicht schön. Das ist kein Feinschliff hier. Gut. Ein springender Tod mit normalen Beinen, das kennt man gar nicht mehr. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen ins Castle, ins Kastell. Faber-Kastell, gut. Auf geht's. König Klonks, wer ist denn Klonk? König Klonks Kastell, lol, das heißt echt Kastell. Hello, funny. Funny.
Letzter, du dies. Ja, jump. Ach so, oh, das war cool. Oh Gott. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst. Ich könnte mir, bam, 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 die Münze zusammenholen. Oh Gott. Ich sollte hier keine verrückte Sachen machen, ne? Ha! Ja. Ha! Trotzdem bin ich hier richtig offensiv. Na, hier ist noch nichts. Und bam! Das One-Up des... Oh, was mache ich hier? Oh mein Gott. Ich bin verrückt. Okay, chill. Ich habe so Respekt jetzt vor diesen komischen Sternmünzen. Weil die geben mir so viel Zeitdruck. Oh. Excellent. Alter, da war eine Wand. Ich habe die gespürt, die Wand, Alter. Mein Kopf. Er schmerzt. Der Checkpoint schon. Wenn du meinst. Oh. Oh. Oh, warum habe ich das versucht? Aber ich habe es geschafft. Na, ich möchte. So, bitte. Es ist schon so okay. Aha. Oh. Ja, da ist der Stern. Ich hoffe, der kommt wieder. Ich hoffe, der kommt wieder. Ich hoffe, der kommt wieder. Er kommt wieder. Oh, Alter. Warum bin ich so verrückt? Okay, das war dumm. Okay, das war dumm. Oh. Oh, oh. Letzter Stern. Das ist jetzt die Rache. Das schaffe ich nicht. Ich hätte die Katzen anzugucken nehmen sollen. Ne? Na, ich möchte. So gut. Das ist schon so okay. Scheiße. Das wird nicht funktionieren, Freundchen. Tja, dann, frohes Sterben, ne? Okay, perfekt. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, aber... Ah. Ist es jetzt schon direkt der Bosskampf? Ach so. Oh nein. Wie hält er sich denn daran fest? Ja, das ist ein süßer Boss, würde ich mal sagen. Ist schon ein knubbiger Boss. Achtung. Uah. Stark, stark, stark. Aber nicht für mich. Ja, doch, eigentlich schon. Es ist schon stark für mich, so, ne? Der ist auch eigentlich ziemlich schnell gemacht, ne? Bam, 200 Treffer. Wah, 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 wah. Bam, bam, bam. Oh nein! Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehen muss. Oh. Das war viel zu schwierig. Ich hätte ihm wohl eine Chance geben müssen. Plam, Alter! Einfach geplatzt. Ein bisschen brutal, ne? Ein bisschen brutal. Bekomme ich wenigstens nicht. Ich bekomme nicht ein One-Up zusammen. Das ist... erbärmlich. Aber gut. Ja, das bekommen wir, glaube ich, ziemlich schnell durch das Spiel, ne? Zwar sind wir mit Bosses Video fertig geworden, ne, mittlerweile, aber das waren nur 9 Parts. Ich habe gedacht, dass es mal mindestens in die 10er reingeht, ne? Na, mindestens, aber gut. Wah! Stark! Applaus, Applaus! Für den Mario! Katzen Mario! Ich hoffe, wir werden damit fertig, bevor der 31. passiert, ne? Sonst ist Mario gone. Das wäre natürlich nicht so fun. Verstehst du? Das hat sich gereimt. Das hat sich gereimt. Krass, krass, krass. Gut. Dann würde ich sagen, mir ist das komplett egal, wie jetzt die Röhre geöffnet wird. Aber ich lasse es trotzdem mal ablaufen. Wir sehen uns wahrscheinlich dann wieder im nächsten Part, ne? Mal schauen, ob die nächste Welt schwierig wird, ne? Schon lustig, Welt 6, ne? Welt 6 ist jetzt die Wolkenwelt. Aber die hat's, glaube ich, in sich. Die hat's, glaube ich, wirklich in sich. Glaube ich. Glaube ich. Glaube ich, ne? Also, wir werden's sehen. Bleibt münzig und tschüssi, Kowski.